Jetzt hat im Radio so ein Professor gesagt, täglich werden 20 Fußballfelder zubetoniert. Und der Fußballfelder kann ich mir nichts vorstellen. Aber dann hat er gesagt, 20 Fußballfelder, das entspricht 13 Hektar. Was? Jetzt Moment einmal. Was? 13 Hektar Acker und Grünland werden täglich zubetoniert? Ja, scheint nicht deppert. Ich hab 13 Hektar Grünland. Täglich betonieren die Futterrotteln eine Landwirtschaft in meiner Größe zu. Ja, von welchem Kleiner sind die alle runtergeflogen miteinander? Jetzt kriegen wir Bauern eh schon fast keine Pachtflechten mehr, die irgendwie leistbar sein. Ich war jetzt in Tirol vor ein paar Wochen. Da hat mir ein Schafbauer erzählt. Teilweise zahlen die da draußen, die gestopften, 800 Euro für ein Quadratmeter Wiese. Für eine geschissene Wiese zahlen die da 800 Euro für einen Quadratmeter. Mir wollte jetzt da mal ein Feld verkaufen. Da hat er gesagt, er verlangt für einen Quadratmeter 8 Euro. Sag ich, ein bisschen deppert. Mehr als 5 Euro ist das nicht wert. Und die Trotteln da draußen verlangen es hundertfache. Ja, wo kämen wir denn hin? Das geht's ja nicht mehr aus. Also zusammengefasst, wir Bauern würden eh gern mehr bewirtschaften. Aber wenn uns auf der einen Seite die gestopften, die besten Flächen wegkaufen und auf der anderen Seite die Asphalt- und Betontrupps die schönsten Flächen zuklatschen, dann wäre ich grantig. Jetzt kann man sagen, ja gut, man muss ja was bauen. Okay, aber wie schaut denn ein Parkplatz von so einem Discount aus? Ja, zu asphaltiert und extrem schier. Und das Problem ist ja, dass dieses Bewilligungszeug, ja, mit den ganzen Baugründen, das ist ja Länder- und Gemeindesache. Ja, und wenn jetzt eigentlich so eine fetzen Discount-Firma daherkommt und sagt, ja, wir würden ja gern wieder ein paar tausend Quadratmeter zu asphaltiert, damit wir unsere Produkte, die die Kinder in China extra für den europäischen Markt zusammengenäht haben, hier billig verkaufen können, da kannst du als inkompetenter, zerwurzelter Gemeinderat ja nicht sagen, geh hör auf, verschwind mit den Krapfen, das Krapfen braucht kein Mensch. Na, da muss man natürlich zustimmen, wenn die eine Baubewilligung braucht, weil da geht es um Arbeitsplätze, auch wenn diese Arbeitsplätze eh nur billig Arbeitsplätze sein, wo die Mitarbeiterinnen sogar abstempeln müssen, wenn sie aufs Klo gehen wollen. Und angesichts dieser Tatsachen möchte ich die Politik jetzt schon einmal fragen. 13 Hektar, die täglich zubetoniert werden. Ja, das sind im Monat 390 Hektar circa. Das sind über 3 Eigenjagden, die verschwinden. Aufs Jahr hochgerechnet möchte ich da gar nicht mehr nachdenken. Hey, wenn das so weitergeht, da haben wir Bauern ja bald keine Flächen mehr, um Lebensmittel zu produzieren. Sollen wir auf Pflichtnahrung umstellen oder was wollt ihr? Ha? Denkt einmal nach. Viert euch!